Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind zu Gast im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin-Mitte. Und bei mir ist Iris Plöger, Mitglied in der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Frau Plöger, unser Thema ist die Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems aus Sicht der Industrie. Welche Erkenntnisse haben Sie? Wie schlägt sich unser System gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie? Es hat sich im letzten Jahr erstaunlich gut geschlagen. Ich meine, das Stichwort Stresstest haben wir sehr oft in diesem Zusammenhang gehört, ganz sicherlich aber auch für das Gesundheitssystem, das sich bewährt hat in der Krise. Da hat die industrielle Gesundheitswirtschaft natürlich auch einen entscheidenden Beitrag geleistet, Lieferketten nicht abreißen zu lassen, die Grundversorgung sicherzustellen und dann auch sehr konkret in Corona-Schutzgüter einzusteigen, wie Beatmungsgeräte, Artenschutzmasken, wir haben die ganzen Diskussionen gesehen. Hier hat natürlich die industrielle Gesundheitswirtschaft einen großen Beitrag geleistet, aber insbesondere natürlich in der sensationell schnellen Erfindung oder Erforschung eines Impfstoffes, den wir in die ganze Welt verkaufen konnten. Frau Plöger, wir haben in Deutschland ein duales System aus gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Welchen Beitrag leistet dieser Dualismus für die Innovationskraft des Gesundheitssystems? Für die industrielle Gesundheitswirtschaft ist das ein ganz entscheidender Faktor, weil die privaten Krankenversicherungen quasi als Innovationstreiber fungieren. Sehr viel moderne medizintechnische und pharmazeutische Lösungen kommen sehr viel schneller in die ambulante Versorgung für die Privatpatienten, weil sie bekanntlich eben auch mehr für diese Leistung zahlen. Und deshalb können diese Dinge früher angewandt werden und kommen im Ergebnis aber ja den gesamten Patienten zugute. Die einen sind sozusagen die Frontrunner, aber im Ergebnis kommt es dem System insgesamt und der medizinischen Versorgung zugute. Welche Folgen hätte ein Einheitssystem oder auch Bürgerversicherung genannt für die Wirtschaft? Ja, wie gesagt, diese Funktion des Innovationstreibers würde damit quasi entfallen. Wir haben aber natürlich auch ein Finanzierungsthema, weil die privaten Krankenversicherungen deutlich bessere Altersrückstellungen haben, als es die gesetzlichen aufgebaut haben. Das heißt, in Zeiten eines demografischen Wandels ist das auch eine Sicherheit für die Finanzierung des Gesundheitssystems, die ganz entscheidend ist. Im Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie lauten die zentralen Forderungen des BDI an die neue Bundesregierung? Eine zentrale Forderung ist sicherlich, das Thema industrielle Gesundheitswirtschaft ernster zu nehmen am Standort Deutschland. Wir haben gerade vor kurzem eine sehr umfassende Strategie dazu veröffentlicht. Wir meinen, dass eine deutlichere Koordinierung, eine stärkere Koordinierung in der neuen Bundesregierung erforderlich ist. Es muss ressortübergreifend gedacht werden, wie viele andere Themen, wie Klimaschutz und andere auch, ist das eine wichtige Säule, nicht nur für die Gesellschaft und die Versorgung, sondern auch für den Industriezweig. Wir sind ein wichtiger Industriezweig in Deutschland und müssen auch gleichrangig neben anderen wichtigen Industriezweigen wie der Automobilindustrie stehen und einen entsprechenden Stellenwert haben. Es geht darum, Perspektiven zu schaffen, im Bereich der Digitalisierung, im Bereich Biotech, damit wir dort international wettbewerbsfähig sind mit anderen Regionen dieser Welt. Frau Plöger, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Frau Witz.